Deutschland und Tschechien haben sich auf einen Ringtausch für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geeinigt. Dabei liefert Berlin 15 Panzer vom Typ Leopard an Prag, das nach Medienberichten im Gegenzug mehrere T-72 an Kiew übergibt. Das Geschäft ist das Ergebnis eines Besuches des tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 24. Mai. Das sind einige unserer Themen. Weltgesundheitsorganisation, Impfen, Masken, Pocken. Antisemitismus, wenn die Behörden plötzlich lieber wegsehen. Schulden, sparen ja, aber nicht am Krieg. Das Letzte, Politik oder Wirtschaft, wer hat wirklich das Sagen? Seit Sonntag beraten die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation WHO auf ihrer Jahrestagung. Die Haltung der durchaus umstrittenen Organisation lässt sich dabei in etwa so zusammenfassen: Die Corona-Pandemie ist nicht zu Ende und die nächste Seuche befindet sich bereits im Anmarsch. Aus der Öffentlichkeit ist das Thema Corona weitgehend verschwunden. Leere Straßen und tägliche Statistiken wirken fast nur noch wie eine verblassende Erinnerung. Eine Rückkehr zum Leben. Doch dieser Eindruck ist trügerisch, sagt WHO-Generalsekretär Tedros. Die gemeldeten Fälle sind seit dem Höhepunkt der Omikron-Welle im Januar dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Und die gemeldeten Todesfälle sind auf dem niedrigsten Stand seit März 2020. In vielen Ländern wurden alle Einschränkungen aufgehoben und das Leben sieht so aus wie vor der Pandemie. Ist es also vorbei? Nein, es ist ganz sicher noch nicht vorbei. Not over. Eine Meinung, die auch Deutschlands Politiker teilen. Vergangene Woche beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern Vorbereitungen für den Herbst. Darin vorgesehen sind unter anderem Einschränkungen für Ungeimpfte und eine Fortsetzung der Impfkampagne. 830 Millionen Euro spendiert der Bund für neue Lieferungen der umstrittenen Seren. Auch für die WHO bleibt klar: Nur die Spritze markiert den endgültigen Weg aus der Pandemie. Das zeige sich in Afrika. There is no question, we have made progress. Es steht außer Frage, dass wir Fortschritte gemacht haben. 60% der Weltbevölkerung sind geimpft. Aber es ist nirgendwo vorbei, bis es überall vorbei ist. Dieses Virus hat uns auf Schritt und Tritt überrascht. Ein Sturm, der immer wieder aufgebraust ist. Wir verringern unsere Wachsamkeit und gefährden uns. Ein Thema der Tagung ist der neue Pandemiepakt. Die Inhalte sind noch nicht bekannt, erst im Juli sollen Details veröffentlicht werden. Doch schon heute deutet sich an, die WHO, zum Teil finanziert von Spendern wie Microsoft-Gründer Bill Gates, erhält neue Kompetenzen. Und eine weitere Gefahr hat die Organisation bereits im Blick, die Affenpocken. Dieser Ausbruch ist nicht typisch. Es gibt Länder in Zentral- und Westafrika, in denen dies eine bekannte und anerkannte Infektion und Krankheit ist. Wir haben jedoch in den letzten 5 Jahren nur 9 Fälle von importierten Affenpocken gesehen. Also wurden sie alle mit Reisen nach Westafrika in Verbindung gebracht. Und deshalb sind diese Fälle, die jetzt in den meisten Regionen und vielen Ländern der Welt auftreten, eine völlig neue Situation. Und eine neue Situation erfordert wohl neue Maßnahmen. So vermutlich die Logik der Politik.